Umwälzpumpen sind das Herzstück der Aufbereitungsanlage in jedem Schwimmbad. Ohne die keine Umwälzung, kein Abtransport der Schmutz- und Belastungsstoffe, keine Verteilung des Desinfektionsmittels, ohne die kein Badebetrieb. Umwälzpumpen laufen 24/7 das ganze Jahr über. Dementsprechend verbrauchen sie auch rund um die Uhr Energie. Aber wie sieht es hier mit der Effizienz aus? Die Pumpen haben sich massiv verändert. Wir haben seit 4 Jahren Pumpen im Programm, die wir zu Recht als hocheffizient bezeichnen können. Da ist alles verbaut, was man sich technisch, physikalisch aktuell an der Pumpe vorstellen kann, was irgendwie auch nur einen Watt Energie mehr rausholt aus der gesamten Maschine. Das ist verbaut, das ist lieferbar, das kann man einsetzen, damit spart man. Ja, aber was heißt eigentlich Hocheffizienz? Die Xneo-Reihe von Herborner, die bietet momentan alles, aber wirklich alles, was das Herz begehrt. Ein absolutes Novum ist aber der Wirkungsgrad, denn durch die hydraulische Optimierung der Xneo-Reihe kommt der Motor erst so richtig zur Geltung. Übrigens setzt Herborner Pumpen damit ein absolutes Statement im Bereich der Pumpenhersteller, denn es gibt bisher niemanden, der aus demselben Motor so viel pure Effizienz rausholt. Wir können über den Daumen rechnen, weil wir müssen natürlich immer den individuellen Einsatzfall betrachten im Bad mit der Pumpe, mit der Beckenhydraulik, mit allem drum und dran, was da ist, Filter. Aber wenn wir mal einfach über die komplette Bandbreite schauen und Mittelwert uns anschauen, können wir wirklich sagen, es sind 30%. 30% spart eine Hocheffizienzpumpe ein. Das Schweizerbad Panoramablick hat in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen gefeiert und wir sind seit 50 Jahren mit der Herborner Pumpenfirma im Geschäft und haben seit 50 Jahren diese Pumpen in Betrieb, haben 2018 im Zuge der Pumpenerneuerung, die deutlich energieeffizienter sind wie die alten Pumpen, angefangen, unsere kompletten Pumpen auszutauschen. Den letzten Tausch mit den Pumpen haben wir im letzten Jahr vollzogen, das sind die Xneo. Die sind nochmal deutlich energiesparender, die sparen ca. 40% an Energie ein. Beginnen wir doch einfach mal zu rechnen. Ausgangspunkt ist wie immer ein 25 Meter Schwimmerbecken und dafür benötigen wir die Herborner Xneo 100-270A. Gehen wir von jährlichen Betriebsstunden von 8160 aus, so liegt der Gesamtverbrauch der Xneo bei 23.405 Kilowattstunden. Das sind bei einem Strompreis von 23 Cent pro Kilowattstunde 5.383 Euro im Jahr. Zum Vergleich haben wir uns das Vorgängermodell, die Unibad 10100, herangezogen. Hier liegt der jährliche Verbrauch noch bei 33.880 Kilowattstunden und damit bei 7.792 Euro, was in etwa 30% mehr Kosten sind als bei der Xneo. Förderungen gibt es verschiedene. Das macht das Bundeswirtschaftsministerium. Das nennt sich Kommunalrichtlinie und darüber erhalte ich 40% des Investes, also Pumpe mit Austauscharbeiten, mit allem drum und dran und Material erhalte ich dann zurück. Wir erstellen den Förderantrag für den Kunden. Wir unterstützen ihn von A bis Z, bis das letztendlich alles abgewickelt ist. Wenn man dabei noch bedenkt, dass es in keinem Schwimmbad bei nur einer Pumpe bleibt, dann macht das Rechnen noch viel mehr Spaß, versprochen. Was allerdings noch mehr Kosteneffizienz aus der Pumpe rausholt, ist die fachkompetente Bedienung. Denn hier lassen sich durch den FU je nach Betrieb bis zu insgesamt 60% pro Umwälzpumpe einsparen. Mein Fazit: Schwimmbäder können Effizienz. Jetzt liegt es nur noch an dir, deinem Kämmerer und natürlich an dem Punkt, was euch gemeinsam euer Schwimmbad wert ist. Ich sag danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge, wie gewohnt. Hier auf